geht's ab, Alter! What the fuck? So eine Scheiße habt ihr noch nicht erlebt. Mein Bein schon wieder, guckt euch die Scheiße an. Hier endet meine Mission. Den ganzen Tag dieses schräg am Hand Scheiße hier. 1, 2, 3. Boah, brutal. Das war Red Bull Roman X. Hey, liebe Leute, wir sind schon angekommen. Basti, Anne und Thorsten lassen noch auf sich warten. Und ich zeige euch mal, wie wir hier empfangen wurden. Und zwar mit einem herzlichen Willkommen. So, wir sind jetzt bei der Registrierung und haben hier so einen Laufzettel in die Hände bekommen. Station 1, Startnummer abholen. This is your number. Yes. Bei der nächsten Station prüfen Sie, ob man die Notfallkontakte für die Ärzte und für Bike Breakdown, also wenn man sein Motorrad kaputt ist, abgespeichert hat im Telefon. Auch das ist Pflicht. Nächste Station gibt es hier Aufkleber fürs Motorrad. Die sind Pflicht und es gibt ein Präsent. Die Brille. Jetzt muss man hier seinen GPS abgeben und ja, die löschen nämlich alle Daten und werden die Tracks draufgespielt. Als nächstes Lizenzen. Ich habe eine B-Lizenz vom DMSB. Thorsten hat hier die Veranstaltungslizenz genommen und deswegen muss Thorsten sich da hinten jetzt anstellen. Der wird nicht nochmal vom Arzt schnell angefasst, wo auch immer. So, Laufzettel ist ausgefüllt, Registrierung fertig und jetzt geht's ab zum City Ride. Mega geil, richtig geile Stimmung, alle haben gute Laune. Alle perfekt, ey. Genau richtig sind wir hier. So, jetzt stehen wir hier am Prologstart und jetzt schauen wir uns das Ding mal an, ne? Ich hab voll den Kackstift in der Hose. Steile Baggerschaufeln und dann geht's hier direkt ins Steinfeld. Steine sind für mich auf jeden Fall mein persönlicher Angstgegner, aber das wird schon irgendwie einfach rüberrollen. Ich sage immer, ein Hindernis, was man nicht berührt, ist kein Hindernis. 40 cm Schrauben sind hier verbaut. Ich bin absolut von Socken. Also Martin schaut sich gerade bei den Chicken Way an. Man kann hier direkt über die Mauer oder man kann hier hochfahren und muss dann da wieder runter. Ich bin gespannt. Da muss man schon Eier in der Hose haben. Guck mal, der Behinderte muss hier so runtergehen. Nachher fahre ich hier hoch. So, ich habe für die anderen Jungs noch eine Überraschung. Ist hier drin. So Jungs, drei Brillen, kann ich prima. Kannst du fangen? Ich kann fangen. Oh, wenn er meint, da kann ich mir kotzen. Last but not least, der Martin. Den Martin kennt ihr noch nicht, der war bis jetzt immer kamerascheu, aber jetzt bei den Romanics muss der er reinhalten. Martin hatte ich mit Thorsten zusammen die ersten Against Cancer Enduros gemacht. Also da gab es ja schon drei Events. So, wir sind jetzt hier beim Prolog angekommen und hier gibt es nach Start nochmal aufgeteilt rein. Dann machen wir mal Trackwalk. Okay. Wir haben eben erfahren, die Steinfelder haben sie für die Bronzeklasse rausgenommen. Nee, echt? Ist das jetzt raus ja. Oder nicht? Ja, ja. Ich kann doch... Okay. Erst beim Sprung wieder einsteigen. Ja, denn? Ey, ich bin mir einen Arm auf dem Rücken. Also ich find's schade. An eurer Stelle würde ich fast einfach wirklich Moped festhalten und in so eine Spalte reinfahren. Jetzt geht's ab, Alter! David Michael, Team Sturm from Germany. Hey.
Im Ziel! Was eine Scheiße! Ich hab das Scheiße Prolog-Ding hinter mich gebracht. Ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, weil ich ein bisschen mehr Ruhe und dann wäre ich vielleicht nicht hingeflogen. Ich habe mich zweimal aufs Maul gepackt. Bin gesprungen, was überhaupt nicht mein Ding ist. Überhaupt nicht. Meini Lettenbichler hat mich angefeuert. Ja, mit ein bisschen mehr Ruhe. Und dann wäre das wahrscheinlich besser gegangen, aber ja. Prolog, dann. Ich freue mich echt. Hat super Spaß gemacht. Jetzt ich werde am liebsten nochmal, weil du jetzt weißt, wo die Linien sind. Ich habe mich bei der Kette ein bisschen gestrauchelt, bin rübergestolpt. Ansonsten bei den Schrägen hatte ich Verkehr und bin dann weggerutscht. Aber alles gut. Ich bin zufrieden, habe es mir schlimmer vorgestellt. Die haben mich alle verrückt gemacht irgendwie. Und ja, jetzt ist so die erste Aufregung weg. Jetzt ist es richtig geil. Ich freue mich. Angst, aber wir machen es. Nach den ersten drei Runden, wo es eigentlich lief oder Sprüngen, ist mit mir durchgegangen. Völlig übertrieben. Völlig daneben. Und dann mal eben geduscht. Aber mega. Wir sind hier beim Bronzefinale. Und Basti hat ja schon beim ersten Teil gesendet. Und ja, jetzt ist er auf der Strecke. Wir sehen ihn und warten auf ihn. Das war das Prolog-Rennen. Ergebnis, keine Ahnung. Ich denke, ihr habt ein Gefühl für bekommen. Viel los, viel Chaos. Ruhe bewahren. Hat den alten Herrn verheizt, glaube ich. Aber Basti hat sich gut geschlagen, ey. Kevin auch. Mit dem Dickschiff, Hut ab. So, jetzt hier Essen, Nudeln, Carboloading. Wir machen jetzt das Online-Briefing. Geht jetzt alles digital. Jetzt erfahren wir, wo es morgen lang geht. Oh, guten Morgen. Erster Offroad-Tag. Der Wecker hat gerade geklingelt, 5 Uhr. Durch mein Prologergebnis gestern bin ich der erste Fahrer, der raus muss von uns. Um 6.39 Uhr ist Start. Ich stehe jetzt auf, ziehe mich an. Dann müssen wir das GPS holen im Fahrerlager, also 10 Minuten Autofahrt weg. Und dann müssen wir nochmal zum Startpunkt fahren. Das ist dann nochmal 20 Minuten. Ja, das sind die Romaniacs, ne? Part of the game. Also, wir sehen uns am Start wieder. So Leute, erster Tag. Guckt euch das an, Start. Red Bull Romaniacs 2023 und Marcelli ist dabei. 3, 2, 1, go! Woo!
Achtung! So, den ersten dummen Fehler gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich versuche mich da einfach untenrum zu schlängeln. Geht all das, sollte man versuchen sein zu lassen. Zickzacken. So ist natürlich scheiße, es war auch komplett unnötig, dass ich da abgerutscht bin. Da war so ein Steinbrocken, ich war ein bisschen zu übermütig, bin direkt in den Hang gerutscht, kam dann nicht mehr hoch. Hat Kraft und Zeit gekostet. So, Korken ist angezogen, also halb. Der Rest liegt nur im Auto, ist einfach schon viel zu warm. Martin zieht sich auch schon an. Martin, hast du Bock? Ja, mega. Links. 20 Minuten hat man hier Zeit. Boris, Enrico, guckt das Bike durch. Anna hat hier für die Verpflegung gesorgt. Go, 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 komm, yeah, super! Ich bin jetzt hier am Start. Ich warte, dass ich aufgerufen werde und dann geht's weiter. I'm so fucking nervous. Boah, Alter, ich bin so aufgeregt. Ich muss jetzt erstmal die Ruhe reinziehen hier und nicht sofort zum Flippen hier. So. Wir sind hier am Service Point. Die Jungs sind kräftig am Schrauben. Aber ich glaube nur Kleinigkeiten. Ich habe mein Bein einmal gelüftet. Bis jetzt lief es eigentlich ganz gut. Habe mich so zwei, dreimal verfranst. Super Team, ey. Ohne, steht fest, ohne geht's nicht. Hier wird es erstmal so ein bisschen tricky. Oh Gott! Scheiße, zu langsam. The fuck, ey! Oh, what the fuck? How do you get that out? Thank you. No worries. I think 50 guys come to do this. We ride together. You're my man. Alter, guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Ist das geil oder was? Yo. Was ist die beste Linie hier? Hochspringen auf den großen? Das Hochspringen. Ja. Yeah.
Der Vorteil ist, wenn man um 6.39 Uhr schon losfährt, man ist um 11.47 Uhr schon im Ziel. Scheiße. Nee, da vorne nichts. Was ist mit meinem Bein schon wieder? Der Schlitter hat die Zitter. Hi Leute, kleines Update, wir sind jetzt 3 Stunden unterwegs. Oder 2, ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade beim Checkpoint. Mir geht's gut. Ach scheiße. Kommt man da hoch? Ja, irgendwie hier hoch. Hochballern, keine Ahnung. Die Crew ist am Putzen, Boris, Enrico haben schon die Motorräder gewaschen von mir und von Marcel und Thorsten ist immer noch im Wald unterwegs. Was haben wir gemacht? Neben der Schraubenkontrolle, wir haben sie vorher natürlich gewaschen, die Maschine, alles nochmal abgefettet. Wir haben festgestellt, die Auspuffbirne ist so verbogen gewesen, dass wir die getauscht haben gegen die Originale. Luftfilter ist gemacht worden, alle Flüssigkeiten kontrolliert und natürlich aufgefüllt. Kraftstoff und auch Zweitaktöl haben wir aufgefüllt. Gabel entspannt, weil nach so einem Tag musst du das auf jeden Fall tun. Viel Kettenpflege, die Staubkappen runtergezogen von der Gabel, da schön sauber gemacht, dass die Gabel wieder schön arbeitet. Ja, nach den Bremsen geguckt und jetzt gucken wir nochmal nach den Reifen und werden hinten auch nochmal neuen Reifen draufziehen. Alter, das ist Enduro hier. Wir quälen uns hier gerade so den Arsch ab. So eine Scheiße habt ihr noch nicht erlebt. Mit Pullen hier mit. Ich hab gewusst, die Scheiße. Mit 7 Leuten ziehen wir uns hier gegenseitig die Karren hoch. Mega geil. Der Zusammenhalt ist mega fett. Aber die scheiß Regenkacke hier. Alter. Ein bisschen geht noch, auch wenn wir wahrscheinlich einen Timeout kriegen, aber ach, scheiß drauf. Ja. Das ist die richtige Packung hier. So. Das ist ja nur, ne? Danke, Martin. Du kannst hier nicht stehen. Nicht stehen! Ich bin jetzt im Paddock. Alter, Sonnenregen habe ich noch nie gesehen. Wir haben irgendwie für 100 Meter haben wir 3 Stunden gebraucht. Ja, erster Offroad-Tag bei den Romaniacs. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Hatte auch Glück mit dem Wetter. Halbe Stunde vor Schluss bin ich in den Regen gekommen, aber konnte mich dann noch retten. Aber die Distanz schlaucht dann schon. Also ja, mal gucken, wie es morgen wird. Ich habe ein kleines Powernap gemacht. Hoffe ich auf morgen, dass ich keinen großen Muskelkater habe. Also wo es morgens losging, war erst ziemlich steinig, Wiesen, dicke Steine. Ich dachte, boah, wenn es das dann den ganzen Tag ist, wird's heftig. Aber dann geht's im Wald rein. Mega Single Trails gewesen, tolle Location. Ich hätte fast Tränen in den Augen gehabt, so schön war es da. Ne? Dann kam natürlich ein Gewitterschauer, das war heftig, aber ich hatte noch eine gute Stunde und bin relativ noch gut durchgekommen. Morgen ist ein neuer Tag, ich hake das Ding heute ab. Mir geht's gut soweit, ich habe keine Blessuren davon getragen und morgen geht's wieder los. Ich freue mich.
kann nur besser werden als gestern. Wir fahren jetzt gerade voll auf die Wolken drauf zu. Ich bin gespannt, wie es hinter Berg aussieht. Wir fahren nämlich jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, mein Körper meldet sich immer mehr. Also die Ganzkörperkatze, die miaut kräftig schon rum bei mir. Ja, eine 7 von 10 würde ich sagen. Ah! I knew it! Vorne Bremse ist weg. Alles gut soweit, macht richtig Spaß heute. Viele lange Abfahrten. Da wird meine Bremse ab und zu mal ein bisschen heiß. Läuft deutlich besser bei mir heute. Ich habe das Fahrwerk gestern Abend 2 Klicks härter gestellt. Dadurch liegt das Motorrad viel ruhiger auf diesen ganzen Wiesen, wo es rüttelt. Enrico und Boris kümmern sich ums Bike. Mein Bein schon wieder. Guckt euch die Scheiße an. Voll auf den Appel. Ich glaube kurz vor... Kurz vorm Service Point. Deswegen wollte ich jetzt nicht anhalten. Überall bleibst du hängen jetzt hier. Kleines Beinstuhl. Statt Reifenwechsel, Beinwechsel? Nee, der Pop ist dann wieder fest. Na, ich steig auch mal besser ab. Man könnte es vielleicht fahren, aber wenn was schief geht, hat man gar keinen Spaß. Hier ein bisschen zu hektisch. Kannst du dir helfen, die hochzuziehen? Dankeschön.
Ja, richtig geiler Tag. Hat viel Spaß gemacht. Es ging bergab, zum Glück nur von der Strecke, ganz viele Abfahrten. Aber das liegt mir, das macht mir Spaß. Keine großen Fehler gemacht, gut durchgekommen, Karre heil gelassen, mich heil gelassen. So muss er sein. Hier endet meine Mission. Sieht nach nichts aus, hier ist schon wieder alles klitschnass. Hier hat es schon wieder geregnet eben. Das war's für ein Korken. Ich bräuchte jetzt noch irgendwie 2 Stunden bis zum Ziel oder so. Ich bin jetzt gerade bei Checkpoint 9. Jetzt schon wieder geregnet. Ich bin komplett am Arsch. Also körperlich geht es mir gut. Ich habe noch Kraft, aber ich schaffe es halt einfach nicht. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Da habe ich gedacht, dass das wohl ein bisschen einfacher wird. Bevor ich mich jetzt hier noch mega verletze oder so, fahre ich jetzt nach Hause. Ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die uns bei dieser scheiß Mission unterstützt haben. So viel Hilfe, die wir gekriegt haben. Ihr seid die geilsten. Tägliche Schraubereinheit. Boris ist wieder fleißig. Enrico sammelt Thorsten gerade auf. Heute habe ich es relativ einfach gemacht für die Jungs. Nicht ganz so viel verbogen. Allerdings gab es frisches Getriebeöl nach 2 Tagen. Und gleich gibt es neue Reifen. Und Moment, also ich bin zufrieden. Natürlich waren wieder so 2-3 Dinger, die ich mir hätte sparen können. Und zum einen, relativ am Anfang habe ich mich navigatorisch verfranst und hing dann auf einmal im Stacheldraht fest. Und im letzten Viertel, ja, da gingen ein bisschen die Körner aus. Da habe ich gemerkt, dass die Kraft fehlte. Aber im Groben und Ganzen bin ich zufrieden und freue mich auf den nächsten Tag. Ja, bis Mittag war richtig toll. Klasse Strecke, war mega, hat Spaß gemacht. Ja, nach dem Service Point war es nochmal hart für uns. Da ging es richtig zur Sache und dann habe ich ein Loch übersehen. Derbe eingeschlagen, lag am Vormoped. Ja, Knochen tun ein bisschen weh, aber ich hoffe, es geht morgen wieder weiter.
Mann, ey! Dank dir, ne? So Leute, das war Red Bull Roman X. Boah, brutal. Puh. Muss mal Pipi machen, weil es so aufregend war. Ein Gel nehmen und dann geht's weiter. Oh, jetzt habe ich ein Problem hier, hat sogar so eine gelbe Lampe geleuchtet. Bedeutet nur, dass es eine Fehlfunktion ist. Sind gezockt. Oh! Ist normal. Ja. Thank you very much. Welcome. Alter, mal schön ruhig. Absteigen angesagt zu sein. Boah, wieder, wo geht's denn hier hin? Puh, da wäre es ganz runtergegangen. Meine Bremse ist schon heiß, aber egal. Noch habe ich ja Druckpunkt. Houston, we have a problem. Und zwar ist der Kühlerschlauch hier undicht, da haut es voll Wasser raus. Man sieht es jetzt ja richtig tropfen. Ich bin noch vorm Servicepunkt, da versuche ich jetzt mal irgendwie notdürftig zu flicken. Ich habe jetzt notdürftig mit Duct Tape geflickt und ja, versuche jetzt mal zum Servicepunkt zu kommen. Schmeckt jetzt auf jeden Fall lecker, wenn der Kühler überkocht. Sikorski, schönes Restleben noch. Dafür, dass es eine ruhige Strecke sein soll oder easy, war schon heftig. Okay. Zusätzlich die Verletzung, wow. Ja, ja, ja. Aber ich beiß mich durch. Ich will finishen heute. Ich habe den Service Point noch nie so hergesehen. Ich habe jetzt knapp 90 Kilometer auf der Uhr von 120 und dachte mir, ey, der muss so langsam mal kommen. Heute haben wir eigentlich schon die Karten gelegt. Mein Shirt ist zerrissen. Meine Hose ist zerrissen. Alter. Schulter ein bisschen, aber ansonsten, da waren sonst zwar so zwei, drei Uphills. Da habe ich mir ganz schön die Karten gelegt. Und das eine, so ein steiniger Uphill, gefühlte 2 Kilometer lang, habe ich fast überlegt, nochmal runterzufahren, weil das Ding so geil war. Den ganzen Tag dieses schräg am Hang. Scheiße hier. Und dann immer noch rechts abschüssig. Kann ich gar nicht ab. Von meiner Prothesenseite habe ich einfach keine Power. Ist das nicht geil? Puh, muss nach vorne gucken. Der passt ja heute. Lüfter hat sich jedenfalls bezahlt gemacht. Der läuft rund um die Uhr.
So, und aufstehen, Junge. Aufstehen. Das ist der nächste. Ist im Kasten. Ja, ich bin ziemlich lediert. Das Knie hat ganz schön was abgekriegt heute nochmal. Gestern war es der Ellenbogen. Ja, bin gespannt. Ich hoffe, dass ich morgen nochmal fahren kann. Harter Tag, Berge. Und nach 6,5 Stunden war der Tag dann vorbei. Und ich auch. Abendessen, wie jeden Abend. Wir zählen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Überraschung des Tages. Die Inge ist aus der Torte gesprungen. Schönen guten Abend auch von mir. Anne und ich haben einen schönen Plan ausgeheckt. Und ich habe die Jungs und Anne hier überrascht. So sind wir natürlich voll motiviert, morgen nochmal alles zu geben. Für alle Klassen ist angekündigt. Ah, es wird jetzt nochmal lang und technisch. Ja, geht schon. Good morning. Geil. Macht Spaß, man muss nur aufpassen. Oh. Sehne schwer. Oh. Go up to the three and then... One, two, three! Hier macht man besser vorsichtig.
Ah, jetzt treffen hier alle Klassen zusammen. Bronze, Silber vor mir. Iron ist auch dabei. Die Iron tun sich schwer. Ich vermute, der Luftfilter ist nass geworden. Da liegt einer. Muss ich immer absteigen. Mache ich sonst ungern. Weil ich einfach mit meiner Kralle keinen Halt habe. Da ist hier die Gefahrenzone, ich muss hier weg. Jetzt am Servicepunkt nach 4,5 Stunden angekommen. Zermürbend heute nochmal. Nichts super Schwieriges, aber es geht auf jeden Fall nochmal an die Konditionssubstanz heute. Meine Trinkblase war leer jetzt die letzte Stunde. Das war ein bisschen blöd. Technik, einmal Gabel entlüften. Ja. Ellbogen, aber hat sie wieder jetzt Hunger, die Scheiße. Geschafft! Wow! Leck mich aber! Guck mal, mein Teamfahrer ist da! Martin ist am Ziel, die letzten Hügel. Sauber, Martin! Einmal noch, komm! Jawohl! Sauber, Martin! Wie geht's dir, Martin? Absolut alle fertig. War schon mega Event. Kannst du aber stolz auf dich sein, Meister? Bin ich. Aber der Schluss war nochmal richtig heftig. 20 Minuten vorher haben die unser Navi, ach, der GPS abgenommen. Ich dachte, ich bin im Ziel. Und dann kam nochmal richtig Hammer. Die haben uns nochmal richtig durchgelassen. Aber mega. Sauber, geil. Junge. Richtig, richtig geil, Martin. Boah.
Ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Emotionen, Freude, bin glücklich. Ja. Ich brauche mal was für mich kurz. Ja, also ich finde das eine tolle Aktion, die ihr hier gemacht habt. Vor allem auch, weil ihr sagt, ein Drittel von euren Spendenbetrag soll in Rumänien bleiben. Und Rumänien ist ja da schon ein bisschen entwickelt und deswegen finde ich das also eine ganz tolle Initiative und ich möchte mich herzlich bedanken. Und wir werden von unserer Seite von Red Bull Rumänien Enduro von Romania auch damit beisteuern und in die gleiche Geschichte mit rein finanzieren. Und wir machen aber auch noch ein paar so Environmental-Projekte, also wir teilen es so einen Teil in die Cancer, in die Krebsgeschichte und einen anderen Teil in die lokale Education. So Leute, das war's von unserer Seite. So schnell ist eine Woche wieder rum. Red Bull Romanex, was für eine Erfahrung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir gehen jetzt gleich zur After-Race-Party. Nicht After-Party sagen, wurde ich gerade aufgeklärt. Und wir haben das Ganze ja nicht nur aus Jux und Dollerei gemacht, denn Mission Race ist ganz wichtig. Wir fahren für die, die es nicht mehr können. Genau. Ihr habt die Möglichkeit zu spenden. Alle Infos findet ihr bei uns auf der Homepage. Mega Event. Ich bin glücklich, dass ich dabei war. Ja, wenn ihr denkt, mit Mission Race ist jetzt vorbei, nein, ihr werdet in den nächsten Wochen erfahren, wie es weitergeht. Es gibt natürlich noch eine technische Nachlese, was uns aufgefallen ist und das in den nächsten Wochen hier auf dem Weber-Kanal. Also, tschüss! Tschüss!